Wenn ich jetzt die falschen Steckdosen eingebaut habe, angenommen ich habe jetzt meine Außenwand, ist einfach so ein Schnitt wieder durch mein Gebäude, sind kein horizontaler, sondern vertikaler. Und ich habe jetzt hier irgendwo meine Steckdose drin. Meine luftdichte Schicht ist bei meiner Außenwand der Putz. Und zwar nicht der Außenputz, sondern der Innenputz. So, da der Innenputz natürlich unterbrochen ist, dadurch, wo ich die Steckdose drin habe, muss meine luftdichte Schicht, Surprise, die Steckdose sein, die angeschlossen ist. Wenn die das nicht ist, sagen die Kunden immer und die Planer und die anderen Handwerker, ja, bei Aras, ja, dann Außenputz ist auch luftdicht. Ja, und? Ist der im Erdreich auch mit dem Putz angeschlossen an die Betonplatte? Sind die ganzen Anschlüsse denn luftdicht? Oben, wo es ans Dach anschließt, ist das denn luftdicht ausgebildet? Nein, ist es nicht. Stellen Sie sich einfach vor, Sie haben einen Luftballon, und Sie machen in beiden Löcher rein. So, und dann sagen Sie, ja, aber der Außenluftballon, wenn der Innenluftballon quasi ein Loch hat, aber ich habe ja noch den Außenluftballon. Aber der Außenluftballon hat mehr Löcher als der Innenluftballon. Natürlich verliere ich trotzdem genauso viel Luft, wie als hätte ich draußen gar keinen Putz, weil es total irrelevant ist. Weil einfach mehr Luft außen weggeht, als innen drin nachströmen würde. Ich hoffe, das war verständlich. Das bedeutet, um diese Steckdose jetzt luftdicht auszubilden, gibt es extra diese Steckdosen, die sind luftdicht. Und jetzt ist es ganz wichtig, da gibt es auch viele YouTube-Videos von mir, wo ich so ein Holzhaus besichtigt habe. Das schauen Sie sich unbedingt an. Da ist nichts an Luftigkeit gemacht worden. Deswegen haben wir da alles abgerissen, weil nichts luftdicht gebaut worden ist. Das Ding wäre einfach nach 6 Monaten Nutzung komplett Totalschaden gewesen wegen Feuchtigkeit. Und nicht, weil es reinregnen würde, sondern weil einfach durch die Feuchtigkeit der Nutzer das Ding einfach weggegammelt wäre. Die Feuchtigkeit wäre in die Konstruktion, in die Holzkonstruktion gegangen, die wäre angefallen, hoch geworden. Die Feuchtigkeit hätte nicht mehr rausgehen können, weil draußen USB-Platten drauf sind, die wieder luftig sind. Das ist wie so ein Käfig. Wie so, Sie kennen auch diese Käfige von der vom Fischfang. Das hat hier innen drin irgendwie so Gitter. Der Fisch, der schwimmt jetzt hier rein, ist nachher, zeigt man einen Fisch. So. Ist jetzt hier drin und kann aber nicht mehr raus, weil diese Gitter so sind, dass er nicht mehr raus kann. Der ist jetzt hier noch gerade glücklich, weil er hat jetzt hier zu essen, aber gleich schlimmer und dann, jo, wird er gefangen. Nichts anderes ist im Endeffekt, auch bei meinem Dach, wenn ich außen die Folie habe und innen drin Mangel habe. Oder bei diesem Beispiel von dem Holzhaus, meine komplette Wandkonstruktion quasi nicht so optimal ist. Innen drin luftdurchlässig, außen fast luftdicht, außen durchlässig, von innen fast luftdicht. Gleiches Problem. Sie sind der Fisch. Die Feuchtigkeit ist der Fisch in dem Käfig. Und das ist das Problem. Das Holz fängt an zu gammeln. Irgendwann wird sogar einsturzgefährdet und Sie müssen sogar abreißen. Dann haben Sie den kompletten tollen Innenausbau da drin, der nachher für die Katze ist. Nicht geil. So. Also, haben wir unsere luftdichte Schicht jetzt hier geschaffen. Wie gesagt, angenommen, wir haben den jetzt nicht von Anfang an drin, dann gibt es Einsatzdosen. Ich meine jetzt hier unbezahlte Werbung, zum Beispiel von Kaiser. Die können Sie nachher dort einsetzen und das Ganze nachträglich noch abdichten. Aber auch wenn Sie die original richtige Dose eingebaut haben und hinten diese Gummiabdichtung zu sehr abgeschnitten haben oder so eingeschlitzt haben, so als X, dann ist es trotzdem luftdurchlässig und falsch. Das heißt, nur weil ich das richtige Produkt habe, heißt es nicht, dass es nachher luftdicht ist, weil die Person, die es eingebaut hat, einfach inkompetent ist. Sehe ich sehr, 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 sehr häufig. Schauen Sie dazu also bitte die Videos an mit dem Holzhaus, mit den Mängeln. Ich glaube, Part 1 bis 6 haben wir bisher online. Vielleicht, wenn Sie es angucken, nehmen Sie noch mehr. Da sehen Sie ganz viele Mängel, wie sowas nicht eingebaut werden sollte und wie kritisch das ist. So. Aber das sind so die luftdichten Sachen. Wir können mal zusammenfassen. Wir bauen luftdicht, weil wir dadurch Energie einsparen. Behaglichkeit schafft unserem Gebäude. Wir stellen dadurch sicher, dass unser Gebäude mängelfrei bleibt oder zumindest kein Feuchtigkeitsanfall, der nachher kritisch ist und ein Problem wird.
Genau. Das sind eigentlich so die wichtigsten Punkte. Immer dann daran denken, dass wir unser Gebäude, unseren Schnitt haben und meine luftdichte Schicht einmal durchs Gebäude durchgehen soll. Also Innenwände mit Putz, 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 Betonbodenplatte, also der Putz muss an die Betonbodenplatte anschließen. Also hier Innenputz, Anschluss an Betonbodenplatte, Betonbodenplatte, hier rüber wieder an den Innenputz, Innenputz geht hoch, das könnte auch eine Betonwand sein, das wird funktionieren. Achtung, eine Kalksandsteinwand, eine Porenbetonwand, eine Porotonwand etc. Bimswand, die sind nicht luftdicht. Auch eine Kalksandsteinwand nicht. Auch keine, also luftdicht ist zum Beispiel eine Gipskartonplatte ist luftdicht. Eine USB-Platte ist luftdicht, eine ESB-Platte ist luftdicht. Da gibt es eine klare Regelung. Da können Sie mal auf die bei der Flip gucken. Die haben da sogar eine Auflistung, was da genau alles luftdicht ist und was nicht. Das sind sogar kostenlose Downloads davon alles. Da können Sie mal detaillierter sich auch angucken. Aber hier machen wir hier mal als Beispiel weiter. Hier Anschluss an meine Bodenplatte wieder. Die Bodenplatte rüber. Hier wieder an den Innenputz hoch. Hier ist vielleicht ein Fenster. Von Innenputz über die Leibung Anschluss, luftdichter Anschluss an mein Fenster. Dann das Fenster an sich luftdicht, inklusive der Einbau. Dafür muss auch das Fenster richtig eingestellt sein. Auch ein ganz häufiger Mangel, wenn wir Luftdichtheitstests machen und Blower-Door-Test oder Differentialdruckmessverfahren, weil die Fenster nicht richtig eingestellt sind. Der Anpressdruck der Dichtung ist nicht hoch genug und dadurch ist das Ding ein Schweizer Käse. Wieder die Leibung zurück, wieder hier meine Decke, Decke rüber, hier im Endeffekt gleich an die Decke angeschlossen und hier von der Decke, Betondecke wieder hier hoch. Sind das Holzbalkendecken? Muss man, darf, kann ich ja nicht hier enden und hier weitermachen, weil meine Luft ja von hier so raus könnte. Ein ganz, ganz häufiger Mangel bei Geschossdecken aus Holz. Hier muss meine Luftschicht muss hier durchgehen, dass das nicht passieren kann. Hier wieder hoch, saubere Anschluss an meine Dachfolie. So, da gibt es auch verschiedene Regeln, wie die angeschlossen werden müssen. Die dürfen natürlich nicht auf Spannung sein, da muss eine Schlaufe sein, dass die Bewegung auf dem Dach mitgenommen werden kann. Die muss gegebenenfalls eine Anpressleiste noch fixiert worden sein mit einer Latte, je nach Produkt und Hersteller. Da können Sie zum Beispiel gucken beim Hersteller, beim ProClima zum Beispiel. Hat ja sehr viele tolle Produkte, die haben sogar so Sprühabdichtungen komplett auf den Holzbau, ziemlich geniales Produkt. Da kann man sich so ein bisschen informieren, um da ein bisschen tiefer reinzugehen. So, und im Endeffekt dann hier das Dach, auch die ganzen Anschlüsse an die Balken, an die Kehlbalken, an die Fetten, Mittelfette, Fußfette, Firstfette muss angeschlossen werden. Und dann geht es hier nachher wieder runter. Das muss geplant sein, die einzelnen Anschlüsse müssen geplant sein und besprochen werden. Vor allem Anschlüsse in Holzbauweise, Holzdecken sind sehr kritisch. Die Fensteranschlüsse werden sehr häufig falsch gemacht. Oder dass gesagt wird, hey, ich habe eine Abhangdecke. Also mein Geschoss ist eigentlich so groß, so hoch. Ich habe jetzt hier eine Abhangdecke drin mit irgendwelchen Abhängern. Und ich mache jetzt meinen Putz, weil ich finde es ja wieder wirtschaftlich. Mache ich nur bis hier hin, weil nur bis hier sehe ich es. Meine Abhangdecke ist nicht luftdicht. Und dadurch habe ich auch meine Wärmeverluste und Luftverluste. Im Endeffekt hier raus und hier raus. Haben wir beim Kindergarten gehabt, haben eine Messung dabei durchgeführt und festgestellt, hey, wir haben einen Wert von 5. Das heißt, bei 50 Pascal Druckunterschied durch diesen Lüfter, der erzeugt wird, wird 5-mal das komplette Raumluftvolumen ausgetauscht. Was bedeutet 50 Pascal Druckunterschied? Ungefähr Windgeschwindigkeit 8 Meter pro Sekunde. Bei 9 Meter pro Sekunde fängt das Windrad an, sich zu drehen. So von der Größenordnung. Es ist keine Windgeschwindigkeit, die jetzt zwar regelmäßig auftaucht, aber nicht ungewöhnlich. Es ist aber einfach zu viel. Ein gutes, luftdichtes Haus hat eine Luftdichtheit von unter 1,0. Wenn Sie ein wirklich gutes Haus haben, hat das 0,3. Passivhaus ist es ab 0,6. Wie gesagt, immer 1 durch Stunde. Das bedeutet, diese Zahl bei 50 Pascal Druckunterschied tauscht sich das Luftvolumen 0,3 mal aus, bzw. 0,6 mal aus, einmal aus. Oder halt bei dem da 5-mal aus. Ist ein erheblicher Unterschied. Und in der Nichtwohngebäudeberechnung, in der Wärmeschutz nach NF oder nach GEG, also NF Energieeinsparverordnung, alte Regelung, alte Gesetzgebung, alte Gebäude, Gebäudeenergiengesetz, GEG, neue,
wird das auch berücksichtigt in der DIN 18599. Dort kann ich meinen Energiebedarfverlust über die Lüftervolumen konkret darlegen, nachdem was für einen Wert ich beim Blower-Door-Test auch habe. Und das ist auch sehr, sehr relevanter Unterschied. Auch beim Passivhaus-Projektierungspaket, also die Software, mit der ich Passivhäuser berechne, wird das detailliert eingegeben, weil es ein ganz wichtiger Punkt ist. Früher waren meine Objekte energetisch so schlecht, das kann man vielleicht hier nochmal aufskizzieren, wenn meine Wärmeverluste durch meine Bauteile das sind und das hier meine Lüftungswärmeverluste sind, dann interessieren mich meine Lüftungswärmeverluste nicht so relevant, weil ich durch meine Bauteile so viel verliere, dass es mir, es ist nicht wichtig, diesen Hebel zu bearbeiten, wenn ich diesen Hebel bearbeiten kann. So, jetzt habe ich ein neues Objekt, modernes Objekt, ich habe es vielleicht stark saniert, dann bin ich auf einmal hier. Hätte aber immer noch das hier als Lüftungswärmeverluste. Auf einmal ist die Relevanz meiner Lüftungswärmeverluste viel, viel, viel höher als vorher, weil meine Verluste durch meine Bauteile stark gesunken sind. Und deswegen ist das so relevant. Ich hoffe, ich konnte damit so ein bisschen erklären, wie wichtig das ist. Und wenn wir dabei helfen sollen, das zu planen, zu berücksichtigen, generell zu gucken, ob das auch richtig gemacht worden ist, vielleicht mit so einem Blower-Door-Test das überprüfen. Oder einfach nur da sein und die bestehende Planung einmal überprüfen, weil wir vielleicht so weit weg sind, dann kontaktieren Sie uns gerne über den Button oder schreiben Sie uns direkt eine E-Mail, rufen Sie uns an. Mein Name ist Luca Danilo Ahrens von NARC Energie GmbH. Und wir sind das Bauphysikbüro, was Sie bei Ihrem nächsten Bauvorhaben betreuen und beraten wird.